Jo, willkommen zurück zu Pokémon Sonne und Route 11 wartet auf uns. Da haben wir letztens alles durchgekämpft und wir haben Pampulli gekriegt. Und mit Pampulli sollte man hier reisen. Ich weiß nicht genau, was Pampulli oder Pampros, das ist ja die Weiterentwicklung, machen kann. Naja, wir nehmen es mal. Vielleicht ist es ja ganz schnell. Was hat das für eine Fähigkeit? Nur rennen. Ja, okay. Dann laufen wir mal ein bisschen über das Gelände hier. Und auf in die Berge. Uns erwartet eine Geistprüfung. Geister sind natürlich heftig. Da wird Trump nichts zu melden haben, weil normale Attacken werden wirkungslos. Ach so. Und hier ist alles so stachelig. Okay. Oh, und hier ist eine Lebensform. Und Pokéball. Feuerheiler. Okay. Gehen wir weiter. Nee. Ich überspringe mal das ganze Gras. Sofern es geht. Oh, ein Doppelkampf. Warum denn nicht? Komm. Lass uns kämpfen. Ja, natürlich trainiere ich weiterhin meinen Käfer. Der soll nämlich so schnell wie möglich stark werden. Wir sind auch auf dem Weg zum Dorf der Kapuna. Da wird vermutlich die Prüfung stattfinden. So, da haben wir ein Boden-Pokémon und ein Kampf-Pokémon. Dann würde ich sagen... Zuerst Pam Pam versuchen down zu kriegen. Und Finisher geht wieder auf die falsche Person, auch gut. Also irgendwie können die diese Eule nicht leiden. Ja, Clemmy hält aber gut durch. Und verteilt Schaden. Ist schon heftig. Also, nice. Schon Level 24. Es geht auch schnell mit den Levels. Kein Problem. So, Zeitattacke. Gigavolt. Und das ist ein Boden-Pokémon, soweit ich weiß. Ich mach mal Blattwerk. Müsste ja immer noch Step drauf sein, ne? Genau. Wunderbar. Ja, das klappt doch. Super. Was? Was war das? Warum ist nichts passiert? Hä? Ah, wie dumm, es ist ja ein Boden-Pokémon. Ups. Elektroattacken haben auf Boden-Pokémon überhaupt keine Wirkung. Ja gut. Bin gerade erst aufgestanden. Da ist man noch ein bisschen dusselig, ne? Oh, und wir haben das Level 34 erreicht. Bin ich mal gespannt, ob es jetzt zur Weiterentwicklung kommt. Ja, tut es. Okay, die nächste Stufe sieht wesentlich besser als diese Eule. Obwohl, die Eule sieht nicht schlecht aus. Aber die andere, die hat was. Und dann gebe ich dem mal diesen speziellen Z-Kristall. Silvaro. Okay. In Aktion sieht's besser aus, als wenn's nur da steht. Aber wir haben's vervollständigt. Ist das nicht schön? Ja. Gut. Ja, sieht speziell aus. Aber mal, was will man machen? Schattenfessel. Oh, was ist das für eine Attacke? Er wird jetzt
Geistpflanze sein, oder? Genau. Schattenfesseln ist eine Geistattacke. Der Anwender greift das Ziel an und näht zugleich dessen Schatten am Boden fest, sodass es nicht entkommen kann. Ah, das ist so eine Art Horrorblick. Ich benutze die Synthese eh nicht. Weg mit der Synthese. So, Schattenfessel. Okay, das ist eine neue Attacke, soweit ich weiß. Und ja, dann noch diesen speziellen Stein. Silvarium Need. Kristallisierte Z-Kraft, die Silvarius Attacken Schattenfessel zu einer Z-Attacke aufstuft. Wird bei Bedarf automatisch vervielfacht. Also das zielt auf den Geisttyp, jetzt nicht mehr auf den Pflanzentyp. Ist aber okay. Ich habe noch nie richtig mit Geisterattacke, mit Geist-Pokémon gekämpft. Die einzigen, die mir jetzt einfallen, sind Gengar und seine Vorstufen. Und vielleicht auch noch aus der dritten Gen diesen Zirklop oder wie heißt der. Aber mehr habe ich nicht trainiert. Also ich habe wenig Erfahrung mit Geist-Pokémon. Aber gut. Ich bin natürlich offen für... Aha, Dürre. Okay. Für die Fähigkeiten Silvarus. So, hier tausche ich. Komm, das ist ein guter Hapfen für Felix Zockt. Body Slam. Tja, macht wenig Schaden. Ist eine normale Attacke. Flammenrad. Ja, macht noch weniger Schaden. Schön. Weg mit dir. Und so schnell levelt Felix Zockt auf. Das ist krass. Klimi auch. Wunderbar. Und Klimi will Knirscher erlernen. Ist Knirscher besser als Biss? Ja. Wie sieht es mit dem Zurückschrecken aus? Senkt eventuell die Verteidigung. Ja, doch. Dafür bin ich zu haben. Das macht man so. Gut. Und weiter geht's. Aha. Da wäre noch ein Trainer. Bisher auch ein Item. Hypertrank. Okay. Hallo, mein Freund. Komm, hab ein Wasser-Pokémon. Trainerhoffnung Fabio. Cognodon. Aha. Boden-Pokémon. Nicht gut. Wen hole ich denn da? Komm, neues Pokémon. Zeigen. Den guten Banbing. Keine Wirkung auf Banbing. Oh, und es ist stark. Nice. Ja, es sieht nicht so schlecht aus von hinten. Es sieht ein bisschen so aus, als hätte es einen Hoodie an, ne? Aber ansonsten... Ey, lass mich durch. Hallo. Ach. Schlechter Verlierer. God damn it.
So. Ah, ein Schild, das ist gut. Erdwärmekraftwerk und Route 13. Da sind wir aber dann ein bisschen falsch. Warte mal kurz, zeig mir mal die Karte. Nee. So, hier gibt es auch eine große Route, die zu dem Dorf der Kapu führt. Das hier führt nur im Kreis, aber es ist ein Item. Und ich finde X-Angriff. Okay. Oder ein Trainer. Forscher Morgan. Pyrogon. Ah, das ist ein Pokémon, das sieht man selten. Ich mag das aber eigentlich. Ja, das müsste vom Typ Elektro sein. Vielleicht versuche ich da mal ein bisschen mit Pampulia ein Massaker anzurichten. Psystrahl. Ja, oder ist es vom Typ Psycho, keine Ahnung. Ihr spielt es halt selbst nicht. Oh, das ist gut gemacht. Jetzt schwebt das Pokémon. Für wie lange weiß ich allerdings nicht. Ja gut, dann wechseln wir mal aus. Und versucht Maxi Fratz was zu richten. Vergiften, das wird nämlich durchkommen. Dank der Korrosion und ich glaube kaum, dass Pyrogon irgendwas dagegen hat. Außer Psystrahl. Komm, sei schneller. Ja, genau. Schön. Sehr schön. Agilität, okay. Es will also noch schneller werden. Dann steige ich meine Initiative auch. Mit Nitroladung. Agilität, okay, nochmal. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Psystrahl wäre doch schlauer gewesen. Aber okay. Dann wechsle ich durch. So trainiert man sein Team ein bisschen. Komm, hol Tromp raus. Ich werde eh nicht schneller als Pyrogon sein. Aber die Vergiftung wird ihm natürlich ziemlich zusetzen. Und weiterhin Agilität. Okay. Was hat der vor? Ich werde ihn doch eh nicht mehr übertrumpfen. Ja gut, dann mach Biss. Magnetflug. Okay. Es hat tierische Angst vor Bodenattacke, kann das sein? Ja, und überlebt noch. Okay. Strahl. Oh, shit. Und bis. Und down. Ja, es hätte die Vergiftung eh nicht mehr überlebt, also von daher. Ganz klar. Weg damit. Superzahn. Ich würde sagen, besser als Tackle, ne? Greift mit scharfen Reißzähnen an. KP des Ziels werden halbiert. Oh. Oh, die Genauigkeit ist aber schlechter, aber das ist gut. Nee, doch, das kommt rein. Auch wenn es nicht immer trifft, aber ich glaube, Trump ist gut trainiert. Dem passiert das nicht so häufig. So, jetzt kommt Magneton. Ja, der hat Schwebe. Ganz klar. Ich bleib mal bei Trump und versuche mit Superzahn anzugreifen.
Das interessiert mich. Metall Sound. Und es kommt durch. Nice. Ist das, das ist auch egal, welchen Typ es hat, ne? Das ist schon krass. Das ist gut. Gefällt mir. Toll Sound, okay. Was will es damit erreichen? Meine Verteidigung vollkommen senken. Komm, Doppelkick. Ja, dann muss es aber auch eine Attacke haben, die jetzt nicht vom Typ Elektro ist, ne? Sonst funktioniert die Metal Sound Taktik hier nicht. Heute nicht. Nö, macht immer weiter. Okay, irgendwie hat er nichts bedacht. Er setzt zwar seine Stats-Attacken gut ein, aber zu langsam. Alles zu langsam. Also wenn Pampulli schon ein Pokémon down kriegt, dann hat der Trainer was falsch gemacht. Schön. Merkwürdiger Kampf, merkwürdiger Trainer. Aber mei. Wir machen ja auch manchmal dumme Fehler. Ne? So. Laut Karte geht's hier runter. Dann mache ich das mal so. Ist das nur ein Trainer? An der Küste von Ulaula liegt ganz schön viel Zeug herum. Okay, Bissenbark. Oh, der ist wesentlich schneller. Ups. Der hat Bissenbark schon das erste, den ersten Schatz gefunden. Ja, alles klar. Marmolida. Oh. Das ist einer der neuen Fische. Na, das ist Futter für unser Clammy. Komm, Mega-Attacke. Also, Zeitkraft. Das ist nicht sehr effektiv, okay. Ist ja jetzt kein Bodenwasser-Pokémon, oder? Nee, scheint durchzukommen. Ja. Und es macht enorm viel Schaden. Schutzschild. Jetzt hat es schon Angst. Okay. Hat es nichts mehr zu bieten. Weckruf. Okay. Ja, damit wird man vermutlich schlafende Pokémon aufweckeln. Dieses Ausrufezeichen macht mir immer so ein bisschen Sorge. Aber... kein Problem. Und weiterhin Schutzschild, in Ordnung. Komm, kein Problem für Clammy. Schön. Ja, es wird stark. Also, es wird heftig stark. Donarion wird vermutlich ein sehr gutes Pokémon sein. Da freue ich mich drauf. Aber dafür müssen wir an einem speziellen Ort sein, damit es sich weiterentwickelt. Ja, dann komm. Suchen wir am Strand nach Schätzen. Eine Perle. Ja, okay. Kann man verkaufen, kriegt man dann Masse Geld dafür. Oh, da ist noch ein Trainer. Erstmal das Item suchen. Hier lag was. Da. Eine Riesenperle. Okay, gibt es hier nur solches Zeugs? Nee, auch eine geheime Lebensform. Okay. Und der Trainer. Willkommen. Ah, er schaut uns nicht mal an. Lol.
Schwimmer Felix. Welsach. Oh, das ist ein ein Wasserelektro-Pokémon, oder? Da bin ich mir jetzt nicht sicher, da wechsle ich lieber durch. Da kriege ich schon ein bisschen Angst. Ich hole Banbing. Intensität, ja. Das ist eine Bodenattacke. Und er kriegt Stufe 9. Heftig. So, Blattwerk. Und Vagisa. Sankapu. Hä, was ist das denn? Ach, die Sandburg. Oh mein Gott. Ja, Bodengeist, oder? Ich glaube schon. Hypnose. Oh, das ist fies. Ja, da können wir jetzt hoffen, dass es wieder aufsteht oder ich wechsle. Aber es wird vermutlich mein gesamtes Team einschläfern. Ja, schläft tief und fest. Das ist nicht so gut. Und das ist was für eine Attacke? Naja, jedenfalls macht es nicht viel Schaden. Obwohl, wir sind jetzt gefangen in einem Sandgrab. Okay. Hol Felix, komm. Bringt ja nichts. Ich dürfte eigentlich nicht davon ausgehen, dass sie wechseln. Also Hypnose dürfte jetzt nicht kommen. Megasauger. Okay, das ist schon gute Pflanzeattacke. Aber er hat keinen Step drauf. Das ist ein Fehler. Lake. Ich merke irgendwie, dass Taucher, keine Ahnung, früher war Taucher irgendwie geil, aber heute ist Taucher viel zu langsam. Das ganze Kompetitivspiel hat sich auch viel mehr auf Angriff weiterentwickelt. Also es wird viel stärker angegriffen, anstelle irgendwelche Kombos reinzuhauen. Deshalb, keine Ahnung, irgendwie ist Taucher nicht mehr das, was es mal war. So, Freunde, ich würde sagen, wir suchen noch dieses Item und dann ist Schluss für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis demnächst.